Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Und das auch am vergangenen Wochenende, denn da wurde hoch zu Ross das Eispoloturnier am Gaberl ausgetragen. 3 Tage lang haben 4 Nationen weiter um den Titel des Europameisters gekämpft. Die Gemeinden Saller und Maria Lankowitz haben gemeinsam diese Neuheit in der Region organisiert. Und zu tun gab es im Vorfeld so einiges. Die Vorbereitung hat begonnen vor 3 Monaten und sehr intensiv natürlich seit 2 Wochen. Wir haben eine Infrastruktur aufbauen müssen, ob das hinten die Stallungszelt ist, ob das für die Menschen das Partyzelt ist, sprich das Gastrozelt oder auch das Spielfeld. Das Spielfeld ist natürlich die besondere Herausforderung, weil die Konsistenz des Schnees perfekt passen muss, damit es keine Verletzungsgefahr bei den Pferden gibt. Doch all die Mühen haben sich bezahlt gemacht und so konnte man das Polo-Turnier hautnah miterleben. Ja, das erste Mal ist für mich auch phänomenal, muss ich sagen. Ich habe das noch nie gesehen in Natura. Man sieht es ja nur immer von England oder Australien, Kanada, aber nicht bei uns da. Und das ist wirklich ganz besonders schön. Auf dem Spielfeld direkt am Gaberl-Parkplatz konnten die zahlreichen Besucher also spannende Szenen beobachten. Auch Uwe Seebacher, Präsident des Weltpoloverbandes, ist für Österreich ins Spiel gegangen. Gemeinsam mit den anderen Teammitgliedern konnte man sich Bronze sichern. Ja, super, perfekt. Wir haben lauter lachende Zuschauer, lachende Gesichter, nichts passiert bisher. Also ich bin sehr zufrieden. Allen hat Spaß gemacht, schnelles Spiel, super Platzpräparierung und ich sehe die Entwicklung der Nationalmannschaft. Wir werden immer besser, Julia Pressler, Niki Lasser, immer besser ins Spiel. Und genau das ist, was der Sport braucht. Immer mehr Sportler, mehr Stimmung, mehr mediale Präsenz. Der Sport und die tollen Pferde haben das verdient, finde ich. Das Gaberl war aber nur ein Austragungsort von 3. Für die Teams geht es noch einmal weiter. Wir haben begonnen heuer in Innichen, in Italien, Südtirol, Val Castello, super Location, vom Setting her genauso wie das Gaberl, wie Salla. Und Abschluss in Liechtenstein, auch ein schöner Austragungsort natürlich, ein kleines Heidewey-Ski-Resort. Und nächstes Jahr sind wir schon bereits bei 6 bzw. 7 Austragungsorten. Also die Tour wächst rasant, das Interesse wächst, mehr und mehr Teams. Also Polo ist als Trendsportart nicht mehr aufzuhalten. Jeder Reiter ist mit mindestens 2 Pferden angereist und hat am Gaberl die idealen Bedingungen für den Aufenthalt vorgefunden. Es gibt eigentlich keinen nicht idealen Austragungsort, es kommt immer auf die Mannschaft vor Ort an. Und das ist hier ein super Team. Sigi Steurer mit seinem Team hat präpariert, Aufbauarbeit gemacht. Es geht um Sicherheit der Pferde und der Spieler und dazu brauche ich zuallererst einen super Platz und nicht unbedingt ein VIP-Zelt. Und das ist für mich ausschlaggebend für die Wahl eines Austragungsortes. Natürlich auch die verkehrstechnische Erreichbarkeit, die ist hier ideal. Ich bin ein Steirer mit Leidenschaft, mit Herz und Seele und so ein Event in der Steiermark zu machen, ist für mich auch, wie soll ich sagen, eine Ehre, weil damit tragen wir unsere Kultur, unser schönes Heimatland hinaus in die Welt. Und Salla ist weltweit mittlerweile durch diese Polo-Community kommuniziert und jeder fragt, jeder schaut. Wir sehen es anhand der Klicks und das ist wichtig für Tourismus und für die Steiermark. Das Eispolo-Turnier am Gaberl war eine tolle Veranstaltung für Pferdeliebhaber und Sportbegeisterte.